Unsere Konzert- und Veranstaltungsreihe unseres Vereins Philharmonische Brücken e.V. startete heute mit dem ersten Konzert hier im Rathaussaal am Untermarkt an einer wunderbaren Stätte mit einem sehr wunderbaren Konzert. Die Musiker hier um uns herum sehen Sie. Die Veranstaltungsreihe Gute Nachbarschaft soll Vereine, Initiativen, bürgerschaftliches Engagement in Görlitz und Skorzelec zusammenbringen. Die Leute sollen sich kennenlernen. Ja, das war genau so, ist unsere Idee gewesen. Es gibt in Görlitz über 380 Vereine und Initiativen, in Skorzelec noch viel mehr, wie unser Motto ist. Doch viele wissen nicht voneinander und wir möchten mit unserer Veranstaltungsreihe eine Plattform bieten, eine Plattform für die Menschen, die sich hier engagieren, in unserer Region, grenzübergreifend auf beiden Seiten der Neiße. Und wir starten unsere Reihe mit diesem Konzert heute. Wir fahren fort im Januar, Februar, März über die Monate bis zum Sommer hin. Jeden Monat eine Veranstaltung, in der sich die Vereine von Görlitz und von Skorzelec präsentieren können. Jeweils umrahmt mit einem wunderbaren Konzert von den Musikern unserer neuen Lausitzer Philharmonie mit ihren Kollegen von weit her, heute von Dresden. Ein wunderbares Konzert gehört, das sich sehr gut eingefunden hat in diesem wunderbaren Saal. Lieber Stefan Dedeck, wieso passte denn die Musik heute so toll in diesen Saal und worauf dürfen wir uns freuen in den kommenden Konzerten? Die Musik passte sehr gut an diesen Ort, weil wir historische Instrumente gespielt haben, und zwar ein Programm mit Musik der Renaissance und des frühen Barock. Und wir befinden uns ja in Görlitz, quasi auf dem Renaissancemarkt im Rathaus, welches auf dem Renaissancemarkt steht. Und deshalb passte genau diese Musik sehr gut hierher. Die Reihe Vielmehr Gute Nachbarschaft wird ja begleitet, konzertant, von Musikern der Neuen Lausitzer Philharmonie und ihren Ensembles. Das heißt, es spielen auch Gäste mit. Heute haben wir viele Gäste gehabt. Ich bin quasi der einzige Musiker der Neuen Lausitzer Philharmonie. Wir haben drei Posaunisten der Elblandphilharmonie Sachsen. Und wir haben unseren Chordirektor und zweiten Kapellmeister, Herrn Manuel Pujol, welcher die Thronorgel gespielt hat. Und wir hatten als Gast auch einen Sänger, welcher jetzt leider schon wieder nach Dresden fahren musste, der Herr Johannes G. Schmidt, welcher wunderbar mit seinem Bassbariton die Programme und die Stücke mit uns interpretiert hat. Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit. Es wird eine spannende Konzertreihe. Die nächsten Monate halten Sie die Ohren offen und die Augen in Printmedien, der Zeitung, im Internet. Wir freuen uns auf Sie und laden Sie herzlich ein, uns zu begleiten. Musik